Das war dann plötzlich die historische Minute, auf die Schalker 43 Jahre lang gewartet hatten. Und da muss ich zugeben, und da habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen dabei, da habe ich den Pfad der Neutralität nicht nur innerlich verlassen. Innerlich habe ich den oft genug verlassen, aber auch nach außen hin. Mal ganz klar gemerkt, dieser Breutmann, der zittert jetzt mit, der fiebert mit und der wartet drauf, dass diese Schalker deutscher Meister werden. Und in mir, da kroch so langsam eine unglaubliche Freude hoch. Denn das wäre es ja wirklich gewesen. Also das hatte ich mir ja nie träumen lassen, dass so etwas möglich wäre. Denn die Bayern immer abgezockt genug, das nach Hause zu bringen. Die liegen hinten. Und die 90. Minute ist ja schon angebrochen. Da kann doch eigentlich gar nichts mehr passieren. Das war schon ein tolles Gefühl. Und dann gucke ich nach rechts. Meine Frau, die war an dem Tag mit. Da liegt ein wildfremder Kerl bei der auf dem Schoß. Und ich bin ja eifersüchtig. Aber da entschloss sich bei mir innerhalb weniger Sekunden, weswegen der da lag. Denn meine Frau, die hat einen Kopfhörer auf. Und da gibt es ja so zwei Muscheln. Und die kannst du auch voneinander trennen. Aber nur so auf 50 Zentimeter ungefähr. Und der Typ hatte diese eine Muschel am Ohr. Der wollte unbedingt mithören, was da in Hamburg passiert. Und dann war ich plötzlich nicht mehr so eifersüchtig und konnte mir das erklären, was da abging.